Hallo liebe Rapid-Fans, hier spricht Kelvin Arase. Es freut mich, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat und ich hoffe, dass ich so viele Einsatzminuten wie möglich bekomme. Ja, Kelvin, der Vertrag mit Rapid wird verlängert. Was sagst du dazu und wie lange wird er gültig sein? Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass es geklappt hat und mein Vertrag geht 2,5 Jahre. Das heißt bis Sommer 2020? Genau, ja. Du bist schon sehr lange bei Rapid. Wann hast du eigentlich hier gestartet? Welche Mannschaften hast du schon durchgemacht? Was waren so deine bisherigen schönsten Erlebnisse? Ja, ich bin vom SV Donaufeld gekommen und mit Anfang U12 habe ich bei Rapid angefangen. Und meine schönsten Momente waren immer die Auslandsturniere, die wir mit Rapid also auch positiv bestritten haben. Kelvin, du hast aber auch schon Erfahrung bei der Profimannschaft, bei Pflichtspielen. Debüt unter Mike Büskens, auch beim Gogos Juricin aus dem Pokal schon mal gespielt. Wie lautet jetzt die Zielsetzung? Ab wann soll der nächste Einsatz möglich sein? Ja, ich hoffe sehr bald. Und wenn es nicht klappt, will ich trotzdem hart an mich arbeiten, meine Schwächen zu stärken machen. Und wenn ich gebraucht bin, also wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Was sind so deine größten Stärken deiner Ansicht nach? Ja, ich glaube Schnelligkeit, 1 gegen 1 und ich glaube auch, dass ich immer positiv bin und ein fröhlicher Mensch bin. Ansonsten, du sagst, du bist schon bei U12 gekommen, da ist man dann schon ein richtiger Rapidler, auch wenn man noch so jung ist wie du, 1999 geboren. Was ist für dich das Besondere an dem Verein? Ja, dass sie wirklich schon an Nachwuchs nachschauen, dass sie uns immer, also dass sie die Trainer oder die Betreuerteam uns immer stärken, Glauben schenken. Gibt es da irgendein Vorbild, wo du sagst, boah, so eine Laufbahn möchte ich auch machen? Ja, dann würde ich sagen Steffen Hoffmann, weil er auch so als Mensch einen tollen Charakter hat. Er redet mit uns Jungspielern und das finde ich echt beeindruckend. Ist da ein Spieler wie der Dejan Ljubicic ein gewisses Vorbild? Der war letztes Jahr, glaube ich, Kapitän sogar der zweiten Mannschaft. Heuer ist er mal nach Wiener Neustadt gegangen für ein paar Spiele und auf einmal jetzt ein Stammspieler bei den Profis. Was sagst du dem? Ja, ich finde es beeindruckend. Also so ein Laufband von seinen jungen Spielern ist auch beeindruckend.